Drugs gewesen, die sie da gegessen haben. Steinfleisch. Fleischstein? Fleischstein. Gesplittert nochmal. Hast du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was hast du dir dabei? Bitte sei nicht böse sein. Junoboss hat nichts getan. Ist gut. Er hat die Tom Holland-Stimme, er meint. Ist gut, Mary Jane. Er hat ja recht. Ich habe allen einen riesen Ärger beschert. Wenn ich mal darüber nachgedacht hätte, was ich da eigentlich tue, dann... Aber du wolltest Coronia doch nur wieder so machen, wie es früher war. Und das hast du auch. Du bist der Held von ganz Coronia. Weil du die Juno-Bau gegründet hast und jetzt erst recht. Ach, danke, ihr beiden. Ach dir, vielen Dank, Link. Ja, du hast die Schlemmsteine. Rese zu Ende und die Geronen in unserer Stadt können wieder lächeln. Ja, ja. Wenn du die Maske nicht zerstört hättest, dann... Ich will überhaupt nicht daran denken. Das ist Zelda, aber hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske nun kaputt, oder? Nee, nee, die ist nicht. Stellt euch vor, am Ende haben wir sie überhaupt nicht getroffen. Die Sache war so seltsam. Wo ich so darüber nachdenke, dann sah es so aus, als... Ja, es sah so aus, als hätte sich übrigens eine Freiwillige in das Felsenmonster hineinbegeben. Und als ich dann überstanden war, haben wir sie irgendwo, nirgendwo mehr gesehen. Hey, Junoboss. Ob das eine andere Prinzessin Zelda war? Eine böse. Ja, ich weiß nicht, warum sie es teilweise synchronisiert haben. Sie haben halt die Sequenzen haben sie jetzt synchronisiert. Ja. Was soll denn das heißen? Es klingt so, als ob die Prinzessin der gefolgt seid, in Wirklichkeit der Steinmonster war. Bitte? Da ist aber was dran. Wobei, wo ich so zurückdenke. Die Person, die mein Ahne als die Weiße der Zeit bezeichnet hat, die sah aus wie Prinzessin Zelda. Ob im Ende vielleicht die richtige Zelda war? Aber mein Papa lebte vor langer Zeit. Das kann also gar nicht sein. Dann müsste die Prinzessin Zelda, die wir gefolgt sind, doch die echte gewesen sein. Das ist verwirrend. Aber sie hat schlimme Sachen gemacht. Dann ist sie vielleicht doch einfach eine Doppelgängerin. Wie Offrock meinte. Es knirschte mein Kopf. Wenn ich weiter darüber nachdenke... Doppelgängerin oder nicht? Nur Prinzessin Zelda kann es nun erklären, was hier los ist. Wir müssen sie finden. Mit der Juno-Bau werde ich dafür sorgen, dass um die ganze Stadt herum auch schon nach Spuren von Prinzessin und Zelda gehalten wird, ja? Mach das mal. Du und ich, wir sind jetzt ein Team. Das heißt, ihr habt den jetzt länger dabei. Ob wir nun zusammen sind oder uns von vielen Meilen trennen. Ja? Du hast die Sache im Griff. Schauen wir mal. Schwur von Junobo. Weiser des Feuers. Zeichen des Paktes mit Junobo, dem Weisen des Feuers. Rufe damit den Geist der Junobo herbei und entlasse ihn. Er hat eine Firma und ich muss ihn die ganze Zeit entlassen. Das freut mich. Du kannst deinen Freunden gerne helfen, aber weh, du schiffst nochmal solche fiesen Felsen. Ja, kleiner Junoboss. Ja.
Ich habe vorhin eine Quest gehabt, ja? Die hat da unten gestartet, das macht mir ein bisschen fertig, dass die Quest jetzt eventuell nicht mehr verfügbar ist. Jetzt bin ich gespannt, ob da irgendwas steht. Das sind die Hauptziele, ja? Da. Nee. Sucht nach den Malquellen. Der Feldschmelzquelle. Schön aufessen. Restaurantkoch Bardas ist wütend, dass einer seiner Gäste Bogo den Teller nicht leer gegessen hat. Er will Bogo erst ziehen lassen, wenn dieser ihm als Ersatz für die verschwendete Zutaten Felsenfilet gebracht hat. Ach so. Vielleicht muss ich da irgendwas. Kann ich da irgendwas bringen? Ich muss nicht das eine bringen. Jetzt aber reinhören. Oh, alles zum halben Preis. Was hast denn du da? Diamant. Diamant. Okay. Ja. Ist aufgefallen, merkwürdig mit Zelda, den ich unter Kontrolle hatte, ja? Das war, als wir die Schlemmsteine an der Nordseite des Todesbergs abgebaut hatten. Sie hat gesagt, ich soll auf keinen Fall in die Nähe des Exalsehen gehen. Aha. Einen Grund dafür hat sie nicht genannt. Was du davon gehört hast, überrascht mich jetzt ein bisschen. Man nennt diesen Seen auch die Exalbrüder. Gibt einen Kinderreim darüber. Großer Brüder schützt den Schatz, kleiner Bruder macht drauf Hatz. Die Exalbrüder im ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Ich habe überall danach gesucht, als noch ein kleiner Junge war. Dachte, da gäbe es nur einen Schatz zu holen. Und wie ich mich so umsehe, geht plötzlich der Todesberg hoch. Und bevor ich überhaupt den Knall richtig gehört hatte, war der ganze Berg voller Lava. Junge, das hatte ich völlig verdrängt. Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht. Es ist lange her, aber lass uns auf die Suche gehen. Es muss irgendwo auf einer Höhe des Todesbergs gewesen sein. Ich glaube, es war die Nordseite. Die Junobau ist auch da tätig. Wir müssen also nur in die Lore hüpfen und ab geht's. Vielleicht hüpfe ich eine Lore. Mein Rücken zwickt wieder. So ein Pech. So ein Pech, dann müssen wir das vielleicht machen. Ich muss ganz kurz die Capture Card, glaube ich, neu starten, weil ich habe da immer so ein komisches Knacksen drin. Ich weiß nicht, ob man das im Stream hört. Wie hört das die ganze Zeit? Moment, Moment. So. Jetzt die Kamera wieder da. Jetzt haben wir alles. Perfekt. Geht doch. Einmal kurz durchfixen alles. Ah. So. Okay, jetzt höre ich das nicht mehr. Ich glaube, das war wirklich nur vorhin gerade. War seltsam. Was haben die denn jetzt für Ausrüstungen? Neue Materialien, hi. Sabak. Sabak. Sabak sagt man, wo ich herkomme. In meiner Sprache bedeutet das Hallo. Da, wo ich herkomme, da sagt man auch etwas für Hallo. Man sagt nämlich die ganze Zeit... Ja, das ist das, was man bei uns sagt. Das, so sagt man bei uns Hallo. Also, kannst jetzt nicht so laut aussprechen, ja? Also, jetzt. Nice Bauchmuskeln, ja. Also, ich möchte ja nichts sagen, aber die Proportionen sind interessant von der Figur. Ja. Wie gesagt, die Proportionen von der Figur. Bin etwas hin und her gerissen. Dieses sehr interessante Becken. Die Edelsteine der Junobau sind von höchster Qualität, deswegen komme ich immer her, um welche zu kaufen. Aber im Moment habe ich Schwierigkeiten, die zu finden, die ich brauche. Ja, was brauchst du denn? Bernstein. Ja, sicher habe ich Bernstein.
Ich habe auch Nierenstein, falls du wie einen Stein brauchst. 200 Rubine? Ja, komm. Kommst du. Sieht nach CrossFit aus. Ja, schon ein bisschen. Die klassische Crossfitterin. Sag, sagt man, wo ich herkomme, und das bedeutet Danke. Bei mir sagt man auch etwas. Was, der Nvidia Broadcast? Nö, der läuft bei mir nicht. Also bei mir sagt man auch etwas zu Danke, ja? Da, wo ich herkomme, da sagt man zu Danke. Vielen. Wie sagt man? Ja. Vielen. Gern geschehen, sagt man dann noch dazu. Das ist alles, was man bei uns sagt. So, bei der heutigen Jugend angeblich modern und sagt nur noch sag. Bei unserer heutigen Jugend sagt man nur noch sorry. Achso, ja, ja, ja. Also das ist aktiviert, der Ding ist aktiviert. Der Greenscreen ist daher. Sehr interessant, du hast alles mitgeschrieben, was man bei uns sagt. Ja, nächstes Mal mehr Edelsteine, gut. Und was hast du hier? Ein Saphir. Okay. Oh. Wir sind ein bisschen. Ich sehe gerade, wir haben einen zeitlichen Desync. Moment. Der Sound ist gerade ein bisschen asynchron. Tatsächlich, der Sound ist asynchron. Das ist spannend. Ja, jetzt sind wir synchron. Jetzt sind wir synchron. Ein bisschen rumbasteln, ja? Jetzt sieht's gut aus. Oh, da können wir was kochen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns irgendwie was köcheln, nachdem wir vorhin schon so tragisch fast gestorben wären. Können wir das nicht irgendwie so mit dem was kombinieren? Mit dem was kombinieren? Dem was kombinieren? Schauen wir, was rauskommt. Die Cam steht jetzt. Danke. Irgendwas hat's heute. So. Jetzt aber gut. Aus. So, was hat denn der? Der hat noch irgendwas im Angebot. Was hat er denn? Salz. Er hat Kochzutaten. Ist aber schön, die brauchen wir nicht. Da gibt's Kleidung. Wie soll ich das bezahlen? Das haben wir auch schon gedacht bei dem. 1200. 700. 1400. Was denkt er denn, wer ich bin? So viel Kohle habe ich doch nicht. So. Wir wollen jetzt die Sidequest da mal ein bisschen erledigen, ja? Tagebuch. Schön aufessen. Höhle am Ende des Lorenscheins. Was? Wir sehen auf der Nordseite. Das heißt, es wird hier sein. Oder hier. Ah, die zwei. Die zwei Seen sind da gemeint. Ich habe mir schon gedacht, die sehen aus wie Echsen. Oh, nice.
Ja. Die Macht des Jubelschuhe kannst du jetzt nie unseres Geistes Hilfe zu rufen. Okay. Okay, und wie? Also jetzt kann ihn, ja, jetzt kann ihn rollen. Ganz verstanden, wie ich den rufen kann. Nö. 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 Jetzt sind mir die Tasten ausgegangen. Jetzt muss ich gestehen, habe ich keinen Plan, wie ich den rufen soll. Ah. Ich sag's euch, ich muss mir jetzt was zum Trinken holen. Ja, schon wieder so ein Kratzen im Hals. Genieß den Ausblick, ich bin gleich da. So. Muss ein bisschen aufpassen mit der Stimme. Eine Stunde können wir noch machen, laut Anklang wird die Stimme langsam broken. Du stehst auf zu viel, was du nicht brauchst. So. Geht da vorne einfach gerne mal so. Geht's nicht aus. Doch, 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 wenn sie drehen vielleicht. Auf dem nächsten Felsen könnte es ausgehen. Ich würde einfach gern so einen Pfeil reinschießen. Schade. Geht in meinen Kopf, geht es lustiger. Geht's nicht aus. Ja! Reingerollt ins Lornland. So will ich das haben. Moment, 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 Moment. Was habe ich denn für Gegenstände? Ich muss echt öfters was trinken. Was war jetzt eigentlich die Antwort auf die Greenscreen-Frage? Die war ja, ich nutze Nvidia Broadcaster für den Greenscreen. Wir haben ja eins von dem. Moment. Okay. Wie war denn das? Das Internet ist ja schon voll mit Sachen, ja? Hm.
Das ist zu steil. Ich glaube, so geht das. Oh. Falsch rum. Falsch rum. Ja, ah, ah. Der Blutmond geht auf. Ich sehe schon, was das Problem ist. Ja, dieser Blutmondstress. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Dann leben die getöteten Ungeheuer alle wieder. Ey, wir wollen jetzt unser... Moment, Moment, Moment. So. Ich glaube, so muss das sein. Das ist so leicht. Das richtig hinzubekommen. Ob es die Neigung war? Komm, man muss straight drauf sitzen. Ja, jetzt nehme ich dich. Wie will ich dich drehen? Nee, am ersten möchte ich dich so haben. Ja, ich glaube, das ist auch noch nicht ganz. Es fehlt noch ein bisschen was. Ich muss an den Feinheiten arbeiten. Die Cutscene etwas kürzer. Ja. Aber die kann man doch überspringen, oder? Ich sehe doch gerade, das ist ziemlich straight. Der muss zwangsweise auch in die andere Richtung blasen. Nö, 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 das ist ja Schwachsinn. Halt, stopp! So. Wir platzieren einen verkehrt. Wir kriegen das noch hin mit dem Bike. Wir brauchen halt mehr Energie für dieses Bike. Das ist das Ding. Es braucht einen leichten Knicks. Es darf nicht so direkt draufstehen. Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie wir das hinten platzieren. Ah! Nice! Das ist es. Das ist das Ding. So. Ja, es fliegt ja. Das kann man nicht überspringen? Das werden wir noch anstehen. Also wenn das nächste Mal die Katze hinkommt, probier es aus. Aber ich hätte schon gesagt, dass man das überspringen kann. So. Und wieder weiterfliegen. Na gut, ich muss den Start halt gut hin. Startposition muss halt optimal sein. Wie hier. Ja. Hier schönes. Ein Flammenknüppel. Und das Schiff ist voll. Kann ich was kombinieren? Weg damit. Starker Bogen, da haben wir schon genügend. Auch sonst gibt's da nichts, oder? Keine Truhe oder so. Wenn die eigentlich da drauf schießen, wo bist du denn? Junobo? Ja, komm mal her. Ja, komm her. Komm her.